Es geht weiter. Hallo und seid herzlich willkommen und gegrüßt zum Aram, den wir jetzt beschatten müssen. Tja, und zwar ab 20 Uhr soll ich mich auf die Lauer legen. Mit meinem Ziegenfellschlafsack bringt das nicht viel. Deswegen werde ich mal hier in der Nähe irgendwo mal nächtigen, wenn das denn möglich ist. Und zwar machen wir das mal hier. So, Bettchen ist zwar nicht angezeigt, aber nicht so schlimm. So, bis Mittag, bis zum nächsten Abend schlafen. Boah, jetzt bin ich mal gespannt. Das Aram so. Achso, der Fischer guckt erstmal dumm. So, wollen wir mal gucken, was Aram macht. Aram ist jetzt nicht mehr hier. Jetzt müsste man wissen, wo er ist. Wo ist er? Der Aram. Vielleicht schläft er selber. Da ist er. Da ist er. Siehst du, da ist er. Okay. Das heißt, also gehen wir erstmal hier so mal gucken und warten, was so passiert. Am besten aus einem Winkel, der, wo ich sehen kann, was passiert. So ungefähr hier. Und dann gucken wir nochmal, wie spät wir es haben. Wir haben es 20.09 Uhr. Ja, und dann kann ich erwarten, bis der Arzt kommt. Und die Zeit dann halt eben im Schnitt raffen. Aha. Er hat gegähnt oder es war jemand anders. Jetzt passiert was. Und zwar Aram geht aus der Hütte raus. Nicht, dass er mich so sieht, so auffällig, wie ich jetzt hier bin. Dann schauen wir mal, was er macht. Oh ja, Detektiv. Ja, sind wir mal gespannt, wo er hingeht, ne? Was macht er wohl? Aha, der Verdacht ist, dass er sich ja irgendwie verbündet. Oder irgendwie spionmäßig drauf ist. Dann gucken wir mal eben, ob das wahr ist. Er geht schon mal zum Lagerfeuer, wo die ganzen Assassinen sind. Die bösen Assassinen, die bösen. Oder er geht dran vorbei. Er geht dran vorbei. Okay. Lässt er erstmal im wahrsten Sinne des Wortes links liegen. Und mal gucken, vielleicht spricht er den an, aber der hat ja keinen Namen. Der heißt ja auch nur Assassine. Jetzt bin ich ein bisschen gespannt. Wo will er denn hin? Geht er etwa zur Höhle? Ich habe fast das Gefühl, er ginge zur Höhle. Okay, ich könnte ihn ansprechen, aber ich will erstmal ganz genau wissen. Nachher bricht er seine Geschichten ab, wenn ich ihn anspreche. Kann ja passieren. Will ich aber nicht. So. Was macht Aram? Ja, was macht er denn da? Sucht er eine Toilette auf? Kann ja sein. Ein Plumpsklo oder sowas. Ja. Nee, ich glaube, er geht hier hin. In die Höhle. Auch nicht in die Höhle. Mann, was macht er jetzt? Die Höhle. Doch. Okay. Er geht doch in die Höhle. Oh Leute, wenn das die ganze Zeit ein Höhlengang wird, muss ich das dann hier auch raffen. Aha, er geht zur Tür, die wir nicht aufkriegen. Das heißt also, okay, macht er die auch wieder zu? Nee, macht er nicht. Uah. Aha, du böse du. Der betet darum. Ich speichere mal ab.
Ja, da wollen wir ihn mal ein bisschen stören bei dem, bei dem Gebet hier. Ey, Aram, was machst du da? Hey, du. So spät noch unter... So spät noch unterwegs? Was machst du hier? Warum schleichst du mir hinterher? Abdul wollte wissen, was du so spät machst. Verstehe. Ich bin dir also in die Falle gegangen. Ich habe mich also in dir geirrt. Du bist nichts weiter als ein mieser Kopfgeldjäger. Wenn du meinst, was ist das hier eigentlich für ein Schrein? Ein Belia-Anhänger wird diesen freilich nicht erkennen. Es ist ein Schrein des Adanos. Ach so. Wie? Das hier ist ein Adanos-Schrein? Ich wusste gar nicht, dass es in Varant welche gibt. Doch, es gibt noch welche. Obgleich sich die Anhänger Belias alle Mühe gegeben haben, diese zu vernichten. Früher gab es in Tadmor in jedem größeren Ort einen Schrein unseres Gottes. In Tadmor? So nannte man früher das ganze Wüstengebiet, das heute zur Stadt Ashtot gehört. Als die Assassinen unser Land erobert hatten, mussten sich die Kinder Adanos in die Berge zurückziehen. Unsere Vorfahren haben damals den Schrein hierher gebracht und den Zugang für Fremde versperrt. Lange Zeit konnten wir den Schrein vor den Anhängern der Dunkelheit schützen. Doch jetzt ist wohl alles verloren. Ich nehme an, du wirst Abdul sagen, was du hier gefunden hast. Nein oder ja? Große Frage. Ich sag mal nein. Mal gucken. Nein, ich bin kein Assassine und kein Anhänger Belias. Ich werde daher Abdul nichts verraten. Dann habe ich mich doch nicht in dir getäuscht. Obgleich du die Robe der schwarzen Adepten trägst, hatte ich das Gefühl, dass du ein guter Mensch bist. Warum du die Robe trägst, will ich gar nicht wissen. Das geht mich nichts an. Aber eins sollst du wissen. Wir Fischer von Patara werden jederzeit deine Freunde sein. Danke dir, Aram. Ich glaube, da konnten wir eigentlich ganz gut mit leben, ne? Und? Wie sieht es aus? Warum du die Robe trägst, will ich... Okay. Aber eins soll... Okay. Ja, dass wir uns so entschieden haben. Aber ich werde trotzdem mal gucken. Was kann man denn hier nehmen? Ein Wacholder. Eine Mulch. Eine Milch meine ich natürlich. Honig. Und kann ich hier auch beten? Nö. Bin wohl nicht befugt. Es ist jetzt nur... Oh, Moment, da stand doch was. Adanos-Statue. Okay. Das ist zu weit entfernt. Immer noch zu weit entfernt. Aber wenn ich weiter rangehe... Nö. Also, wahrscheinlich steht er davor und das Ding ist in Benutzung oder weiß der Geier. Ja, dann können wir wieder zurück. Das überspringe ich dann natürlich. Tja, da habe ich mich zu früh gefreut, denn dort ums Eck lauern ein paar böse Viecher auf mich. Und zwar... Da sind sie schon. Deswegen habe ich mal eben auch eine bessere Rüstung angezogen. Hier, dieser Alligator. Oder Krokodil. Okay. Wenn wir den auch nochmal natzen. Wie viele sind es denn? Nachher sitzen wieder eine ganze Reihe, was? Ja, los. Was mit deinem Kopf nicht nicken? Okay. Wunderbar. Ist da noch einer? Ja, habe ich doch richtig gesehen, dass da noch einer ist. Mann, oh Mann, oh Mann. Okay. Oh, kann man so sehen. Das ist nur drei Waren. Okay. Schieben wir uns wieder um. Wir wollen ja nicht auffallen, ne? Da fällt mir ein. Ich habe ja eben nicht beten können. Ich werde mal meinen Ziegensack hier rausbreiten. Wo ist er? Da ist er ja, richtig. Dann werden wir mal bis zum nächsten Morgen schlafen. Dann haben wir auch wieder freie Sicht auf den Strand. Und dann will ich mal sehen, ob man dann wirklich beten kann da dran oder doch. Doch nicht. Das will ich wissen. So, Ziegensack aufheben. Dann gehen wir nochmal rum. Da liegen die Krokogatoren. Krokogatoren. Ja, es gibt da mal so eine alte Zeichentrickserie, nennt sich Sancho und Pancho. Zwei Frösche. Die haben da nämlich so eine lustige
Bezeichnung für Krokodile. So, entweder bin ich hier wieder falsch. Na, bin ich richtig? Ach, komme ich überhaupt rein? Ach, die Tür steht noch offen. Die steht ja noch sperrangelweit auf und er ist weg. Der Aaron. So, also Adam noch startet. Ich kann beten, Leute. Ich kann beten. Mal gucken. Heilen? Ja, lass ich erstmal. Nee, ich mache erstmal beten. Wie viel beten und spende? 100 Goldstücke. Innos schenkt dir Mana plus 1. Ja, danke dir, Innos. So sieht's aus. Ja, jetzt begebe ich mich aber flugs zum Abdul. Warum wohl? Ja, ganz einfach, weil ich wissen will, ob der Abdul denn noch mir die Möglichkeit gibt, sorry, den Aram zu verraten. Okay, das sollte ich mal speichern, bevor ich das mache. Denn es kann ja sein, dass er irgendwas ist, so von wegen, nö, er hat nichts Böses gemacht. Guck mal. Ich habe Aram beobachtet. Gut, was hat er so spät abends noch gemacht? Für Adanos, für Belia. Oh. Für Adanos, für Belia. Ich sag mal für Belia. Hä? Da kam gar nichts für Adanos? Aram hat nichts Besonderes gemacht. Er ist nur spazieren gegangen und hat die Sterne betrachtet. Ha, wirklich? So ein alter Sperr, wenn er nichts Besseres zu tun hat? Ha, aber mir ist das auf jeden Fall lieber, als wenn er etwas gegen uns im Schilde führt. Gut, ich bin zufrieden mit dir. Hier hast du deine Belohnung. Ich wünsche dir noch eine gute Reise. Vielleicht sehen wir uns ja nochmal wieder. Okay. Der Dorfälteste. Achso, das ist dann erfüllt. Ich habe Ari in der Höhle gefunden, Adanos Schrein befindet. Ich habe ihm versprochen, Abdul nicht zu verraten. Ich habe Abdul weiß gemacht. Sehr gut, das ist gut. Dass er einfach nur so spazieren geht. Nichts Besonderes, alles klar. Sehr gut. Okay, spitzenmäßig. So, dann werden wir nochmal Ara mal gucken. Vielleicht hat er nochmal eine Option. Nee, das ist das Gleiche. Die Aigude wie, wo Masten hieß, war schön dich zu sehen. Auf Wiedersehen und schlaf recht schön. So, jetzt gehen wir hier mal durch. Ich soll ja noch mal jemandem hier was erzählen. Goa Asu steht hier. Und ja, den muss ich ja noch was machen. Da Assassine. Wie ist die Lage? Wie komme ich auf den schnellsten Weg nach Ashtar? Wer hat hier das Kommando? Wie komme ich auf den schnellsten Weg nach Ashtar? Oh, da fehlt was. Er sagt nichts. Du musst durch die Wüste bis ans andere Ende vom Tal. Dort findest du einen Wachturm und einen Höhleneingang, der von unseren Kriegern bewacht wird. Meine Meinung kennst du ja schon. Durch die Höhle gelangst du zu einem kleinen Tal, in dem Ashtar liegt. Ja, das wissen wir doch alle schon. Aber ich soll doch irgendwie mit jemandem quaken. Ach, mit dem Torwächter, natürlich. Durch die Gitterstäbe durch. Wie komme ich auf den schnellsten Weg? Ich werde dir das... Öffne das Tor, genau. Öffne das Tor. Ich habe Abduls Erlaubnis. Gut, dann werde ich öffnen. So, kannst durch. Lass dich nicht von den Sandcrawlern fressen. Okay, was gibt's denn hier? Ja, ich dachte, ich müsste noch einen Spruch aufsagen, bevor ich das Tor öffne. Okay, ich kann mir Sachen nehmen. Zum Beispiel wie... Sesam, öffne dich. Ja, oh, ich speichere mal lieber nochmal zwischen. Denn da hat's doch noch irgendwelche Wüstenratten. Ach ja, ich weiß. Hab jetzt keinen Bock, den Ring wieder. Oder sind das keine Wüsten? Doch, das sind Wüstenratten. Okay. Ja, wir wollen alle, dass ihr sterbt. Endlich komme ich nach Ashtar. So ein bisschen. Oder bin auf dem Wege dahin. Okay. Wow. Ah, okay, musst du einrennen. Jetzt hier irgendwo ein bisschen weiter. Oh, das geht tief runter. Was ist das denn hier? Überall Brücken. Ja, Steinbrücken. Wer hat denn das wieder hier alles gemacht? Wie cool ist das? Verwirrend, verwirrend, verwirrend. Dann sieht das eine aus wie das andere. Das wird für mich wieder äußerst schwierig werden. So, was ist da hinten? Eine Brücke. Und eine unsichtbare Wüstenratte. Okay, alles kein Thema.
Wo ist er denn? So ist er. Ja, Fleischsuppe bringt natürlich Stärke Bonus plus 1. Da ist eine Wüstenratte. Da hinten ist noch eine. Ich bin ja echt immer in der Erwartung, dass ich irgendwelche Runen, ich hätte ja im Offen natürlich das Ringelchen mal wieder ab- und anziehen können. Aber nein. Hier kommt man hoch. Ach, die mache ich noch fertig hier. Hey, der nimmt mal ganz langsam das Schwertchen raus. Okay, der nächste bitte. Okay. Ja, ins Tal sollte ich. Also nach unten. Obwohl ich ja eigentlich viel neugieriger bin, was mir über mir ist. Wow. Ja, also wie schon gesagt, ich bin in Erwartung einer Rune, einer Teleport-Rune. Geht's denn noch weiter hoch? Nein. Ich mache es jetzt. Ich bin neugierig. Da. Laufe ich dran vorbei hier. Oh, sorry. Geht's denn noch weiter hoch? Na. Schauen wir mal weiter. Mhm. Unerträgliche Hitze? Was? Ja, haha. Unerträgliche Hitze. Seitdem ich in dieser schrecklich heißen Wüste bin, verliere ich nach kurzen Zeitabständen immer wieder an Kraft. Ständig muss ich was essen und trinken, um nicht zusammenzubrechen. Ich muss was dagegen tun. Das heißt also, jetzt geht bei mir etwas flöten da unten. Oh ja, scheiße. Und jetzt? Das heißt also, desto höher ich gehe, umso heißer wird mir. Ist eigentlich logisch. Ja, dann werde ich doch hier wieder mal nach unten gehen. Oh, böse auf den Popo gefallen. So geht denn jetzt immer noch was runter? Ich muss was tun. Das heißt, ich müsste eigentlich quasi dann immer nur nachts unterwegs sein. Oder kann mir immer... Oh, Alter. Nee, das war ja die Wüstenratte, die mir so zugesetzt hat. Oder kann mir einer in den Kommentaren bitte schreiben, ob Schatten mich dann auch ein bisschen schützt? Oder ich muss das dann eben selber feststellen? Oder... Ja. Lass mal hier rum. Hier geht's nämlich in eine Höhle, oder? Nö. Sieht nur so aus. Nichts Besonderes. Boah. Hier geht's nochmal rum. Aber nicht weiter. Okay. Gut. Wie komme ich denn da runter? Ich will eigentlich ganz nach unten. Ja, Blutfliegenspruch. Klar. Warum? Warum? Trotzdem will ich wissen, was hier noch gibt. Da geht's auch irgendwie hoch. Ein Labyrinth oder was? Menno. Supi. Da wollen wir mal kurz mal ein kleines Überlegungspäuschen einlegen. Ja, dann werden wir mal weiter runtergehen. Wir wollen ja schließlich nur was erleben. Ja. Und ein bisschen näher an den Schirm gehen. Hier diese Details sehen hier genau. Oh. Okay, eine wüste Ratte, die ganz wüst an einem Toten rumknabbert. Okay. Was hat denn der Tote alles bei sich? Ach, der heißt sogar Toter. Notiz, Schatz über Quellhöhle. Hey, gleich lesen. Schatz über Quellhöhle. Höhle. Gucken, wo der ist. Da ist sie ja. Notiz, hoch in den Bergen, in der Nähe eines großen Nomadenlagers.
gibt es eine Höhle, die sich oberhalb eines kleinen Sees befindet. Dort befindet sich die Quelle des Sees. Oberhalb dieser Höhle haben mein Gefährte und ich, als wir vor mehreren Räubern flüchten mussten, unser Gold versteckt. Wir hofften, es uns später holen zu können, doch dann hatte mein Gefährte das schwarze Fieber bekommen, an dem er kurz darauf verstarb. Ich hingegen machte mich auf den Weg zur Küste, doch dann habe ich auch das Fieber bekommen. Es geht zu Ende. Möge das Gold dem Finder dieses Briefes mehr Glück bringen als mir. Okay, wie viel hatte ich denn da eigentlich gehabt an Gold von ihm? Habe ich gar nicht drauf geachtet. War es so viel? Oder ist es noch da? Es ist manchmal... Jo, jetzt muss er rendern. Manchmal bin ich nicht so ganz aufmerksam. Ich weiß, liebe Leute. Jetzt befinde ich mich wieder in einer Höhle. Entweder ist mir jetzt die ganze Zeit... Tatsache, es geht runter. Also eine Höhle oder Schatten hat hier leider keinen Effekt. Ich werde hier verbrennen. Oh nein, keine Lust. Shit. Ergo, das heißt, ich werde mich mal wieder in meinen Ziegensack begeben. Und bis nachts schlafen oder abends. Ich weiß jetzt nicht, ab wann da die Hitze erträglicher wird. Würde ich jetzt mal feststellen. Ach nee, ausruhen. Nickerchen machen. Bis zum nächsten Morgen ist Quatsch. 4 Stunden. Nochmal 4 Stunden. Wie spät haben wir es hier? Ich hätte auf die Uhr gucken müssen. Aha, okay, dann wird es 19 Uhr. Ja, ist natürlich der Nachteil von dem Ziegenschlafsack da. So, machen wir nochmal einen 4-Stunden Schlaf. So, jetzt ist es ein bisschen dunkler. Schlafsack aus Ziegenfell und wir haben es 19.07 Uhr. Jetzt gucke ich nochmal. Da steht einer, ein Ork. Okay, ab und zu mal drauf achten, ob jetzt schon eventuell... Aha. Aha, da sind diese blöden Crawler. Wer bist du denn? Prampek. Hey! Da hast du nochmal Glück gehabt. Da hast du nochmal Glück gehabt. Und? Du sagst es, Morra. Okay. Diese verdammten Sandcrawler hätten Prampek fast umgebracht. Gut, dass du gekommen bist. Hey du! Warum? Was ist das dort oben für eine Burg? Alte Ruine. Kein guter Ort für Prampek und für Morra. Oh. Und warum nicht? In den Ruinen sind viele Monster und Untote, Morra. Oha. Und wenn ich viele sage, dann meine ich auch viele. Besser nicht dorthin gehen. Fürchtest du dich etwa? Ha! Prampek sich nicht fürchten. Werden Morra gerne begleiten zu Ruinen und kämpfen. Oh, gut. Dann sehen wir mehr Mut. Prampek oder Morra? Ausrede ablehnen, lebensmüde Zusagen. In Ordnung. Sind wir lebensmüde, wa? Komm mit. Okay. Gut, Morra. Prampek folgen dir. Das ist gut. Das ist auch wirklich so? Ja, er tut es. Was kann man denn hier Minecrawler Zangen? Die Zangen können aufgebrochen und das Sekret darin geschlürft werden. Es regeneriert die magische Kraft, verliert mit der Zeit seine Wirkung. Hä? Hä? Verstehe ich nicht. Nicht zu holen. Bitte mal den anderen Crawler nehmen. Hallo? Da ist nicht zu holen. Ah, da ist er. Speichern. Dann wollen wir mal mit dem netten, freundlichen Prampek mal hier erstmal die Sandcrawler wegsanden. Das sind aber viele. Wie machen wir denn das? Ah. Oh, hier gibt's einen Handweiser. Der da heißt nach Ashtot. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Wie gefährlich sind die denn hier? Oh ja, schön gefährlich. Und du machst nichts?
Okay, er macht doch was. Okidoki. Teleport zur Küstenhöhle von Patera. Das ist doch das, was ich vorhin schon gesagt habe. Perfekt. Schauen wir mal, ob Rampek irgendwelche Heiltrank geben. Es wäre gewagt, seinen Heiltrank zu stehlen. Also man kann irgendwelche Kampfgeschichten nicht einstellen. So, was steht hier nochmal drauf? Auf der anderen Seite, ja gut, da, nur nach Ashdod, okay, weil es zwei Handweiser sind. Okay, los, Brombeck. Was macht denn der da hinten? Ach so, ich bin das. Ja, in der Wüste-Warand ist es sehr heiß. Du solltest eine passende Rüstung finden, bevor du sie besuchst oder nachts reisen. Aber wo finde ich denn eine Rüstung? Gibt es da nicht irgendwie eine Quest zu? Unerträgliche Hitze, das ist ja das hier. Ja, okay, das haben wir eben gehabt. Wichtig, Orks in Warand, der Weg des Assassinen, das haben wir ja schon gelesen. Ich weiß das jetzt nicht, aber ich bin immer noch so wenig aufgeladen. So was Beklopptes jetzt aber auch. Ja, das war ein bisschen leichtsinnig eben, ich weiß, aber... So, ich verstecke mich mal hinter Brandtech. Okay. Oh, geht auch so. Supi. Dann werde ich mal mit Prampek die ganzen Crawler hier mal. Ah, da hinten ist noch einer. Ah, mein Ring wieder. Sehr gut. Oder so. Das ist doch viel. Aber hat mich jetzt jemand wieder gekillt oder? Nee, die Hitze geht nicht runter, oder? Nee, weiß ich nicht. Jep, und der nächste bitte. Mhm. So, auf Offensiv ist der Rampek nicht getrimmt. So. Wunderbar. Hä? Also ich bin jetzt definitiv nicht berührt worden. Von dem Sandcrawler. Wie sieht's denn mit Prampek aus? Der ist ein bisschen berührt. Jetzt bin ich mal gespannt, was bei den anderen passiert. Da leuchtet es lustig. Warum leuchtet da was? Feuerteufel. Aha. Na dann, Feuerteufel. Komm mal mit. Gucken wir uns das mal aus der Nähe an. Okay, das ist der. Den hatten wir ja schon in der Höhle irgendwie mal gehabt. Nee. Anlocken, Feuerteufel, anlocken. Hallo, komm her. Haut der da auf den Sand. Okay. Alter. Der ist aber schnell, der Feuerteufel. Oh, der ist widerspenstig, der Feuerteufel. Sehr spenstig. Jetzt geht auf mich los. Und weg bin ich. Leute, auf diese Folge bin ich jetzt weg. Wir sehen uns beim nächsten Mal weiter. Hier, der kämpft noch weiter, der Herr. Shit. Okay, schreibt einen Kommentar. Macht einen Daumen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.